Hohe Synode, liebe Schwestern im Präsidium, lieber Bruder Präses, lieber Bruder Landesbischof, sehr geehrter Präsident, liebe Schwestern und Brüder in Christus. Ich danke ganz herzlich dem Bischofswahlausschuss für das Vertrauen und den Beschluss, dass ich mich heute hier im Collegium Maius als Kandidat für den Dienst als Regionalbischof im neuen Sprengel Magdeburg kurz vorstellen kann. Es sind genau 10 Jahre her, wo ich vor 10 Jahren schon hier in diesem schönen Collegium Maius einmal stehen durfte. In der Gemeinde Meschen, in der ich getauft und konfirmiert worden bin, stellten sich die Pfarrer nicht selbst vor, sondern das taten die Ältesten und umgekehrt. Aber ich will mich an die hiesige Ordnung gerne halten, aber es wäre schon spannend, lieber Bruder Präses, liebe Schwestern, wenn jemand anders mich vorstellen sollte und umgekehrt. Ich will meine Vorstellung in 3 kurzen Abschnitten aufteilen. Mein beruflicher Werdegang, zweitens, was mich als Propst in den Entwicklungen unserer Gemeinden in Erfahrung, was ich in Erfahrung bringen konnte, was ich sehe, welche Entwicklungen ich wahrnehme und drittens, welche Akzente für die Gestaltung unseres Glaubenslebens als evangelische Christinnen und Christen in Mitteldeutschland hilfreich sein können, hilfreich sind. Es ist an dieser Stelle nicht der Ort, um die 9 Jahre des Dienstes als Propst für Halle und Wittenberg zu bedenken. Ich will aber mit Dank sagen, dass ich in vielen Begegnungen und Gesprächen zwischen Stolberg im Harz und Hirschfeld im Schradenland, zwischen Tröglitz bei Zeitz und Bülzig im Flämisch mit guten Erfahrungen in Gesprächen und Begegnungen beschenkt worden bin. Auch hier in der Synode, im Landeskirchenrat, in den Gremien, bei den vielen Begegnungen mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Und ich kann heute sagen, dass ich alle hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiter der 7 Kirchenkreise persönlich kenne. Das ist schon ein großer Schatz, liebe Schwestern und Brüder, wenn man dann einfach anrufen kann, auch abends und zum Geburtstag gratulieren kann. Ich durfte viele mutige und auch einige enttäuschte Mitchristen kennenlernen, die Verantwortung in ihren Gemeinden übernehmen und sich mit Beharrlichkeit und glaubensstarkem Realismus dafür einsetzen, dass Gemeinschaft mit allen Bewohnern am Ort gelebt und erfahren werden kann. Gerade in ländlichen Räumen sind das oft die Kirchen, die die einzigen öffentlichen Räume sind. Dass es in vielen Pfarrhäusern oft schon lange keine Seelsorgerin und kein Seelsorger mehr wohnt und man sich nicht einfach begegnet auf dem Weg zum Friedhof oder zum Gottesdienst und eine Terminabsprache notwendig ist, gehört zu den schmerzlichen Erfahrungen, die sich, Gott sei es geklagt, sicherlich auch fortsetzen werden. Es gibt Kirchenkreise mit 143 Pfarrhäusern, von denen wahrscheinlich nur ein geringer Anteil zukünftig für einen Wohnsitz gebraucht wird. Das, liebe Schwestern und Brüder, gehört zu den Erfahrungen einer sich sozusagen stark veränderten kirchlichen Kultur, die mich überrascht und manchmal auch erstaunt haben, was für Lebensenergie gerade in den Bereichen da ist, wo andere sagen, da ist nichts mehr los. Da ist nichts mehr, das stimmt oft nicht, da muss man schon hinsehen. Die Visitationen, die ich begleiten durfte, haben das sehr deutlich gemacht. Auch dort, wo von kommunaler oder manchmal politischer Sicht eigentlich nichts mehr zu hoffen ist und das Netz von Vodafone nicht ausgebaut wird, weil es sich nicht lohnt, erlebe ich Kirche, Christen, auch ökumenisch zusammen, die gerne dort wohnen und gerne dort wohnen bleiben wollen. Sie haben, liebe Schwestern und Brüder, Lebenslauf zur Hand, der Bruder Präses hat das gesagt. Was hat mich, um kurz zu sagen, geprägt, dass ich mit 22 Jahren mit meinen Eltern nach Deutschland eingewandert bin. Und diese 3 Wörter, da könnte man einen ganzen Roman draus machen, das will ich gerne unterlassen. Und es gibt eine, die das viel besser macht, das macht die Iris Wolf, die in Semlak in der Diaspora aufgewachsen ist, als Pfarrerstochter, die Preisträgerin des Evangelischen Bruchpreises ist und jetzt auf der Wartburg ist. Das ist schön, weil die Iris eine viel bessere Übersetzerin dieser ganzen Geschichte ist, als ich das machen könnte. Ich habe jedenfalls sehr schnell gelernt, dass man nach Deutschland nicht einwandert. Das Wort Deutschland war mir vorher völlig unverdächtig. Wir haben Menschen, die aus der DDR, aus der Bundesrepublik kamen, immer gesagt, die kommen aus Deutschland, denn das war ja so weit weg.
Und in Deutschland habe ich allerdings 85 gelernt, das Wort sollte man nicht verwenden. Man sagt Bundesrepublik oder man sagt BRD, dann ist man DDR-affin, aber Deutschland ist zu vermeiden. Gut, und man ist auch nicht Einwanderer oder so, sondern Aussiedler und so andere Titulaturen. Aber so verändert sich halt auch die Sprache. Ich habe dann Theologie studieren dürfen, Gott sei Dank, nach dem zweiten Abitur im Westberg-Gymnasium in Würzburg und habe nach meinem ersten Beruf als Werkzeugmacher mich entscheiden müssen, mache ich jetzt weiter Maschinenbau in Schweinfurt oder in die Theologie. Ich wollte gerne Pfarrer werden. Meine Eltern waren etwas skeptisch. Die meinten, das dauert viel zu lange, mein Junge. Kannst du nicht schneller studieren? Du musst noch 3 Sprachen machen. Aber wenn du das jetzt willst, dann mach es halt. Ich danke meinen Eltern, dass sie diesen Mut aufgebracht haben, mich unterstützt haben. Und ich habe dann in den Semesterferien allerdings als Werkzeugmacher gutes Geld verdient. Man kann wirklich als Werkzeugmacher gut Geld verdienen. Das war richtig gut. Dadurch konnte ich gut leben. Danke, dass ich das machen konnte. Dann sind wir 2012, 2013 nach Halle gezogen mit meiner Familie, meiner Frau und den beiden Söhnen und haben eine andere Diaspora kennengelernt, nämlich die Diaspora der Konfessionslosen. Dieser Begriff, das wissen Sie, ist eine Umschreibung, die nicht so einfach festzulegen ist. Und ich bin sehr dankbar, dass unser Mitsynodaler Professor Domsken mit den Mitarbeitenden an der Forschungsstelle für religiöse Kommunikation der Frage auf den Grund geht, wie die wechselseitige Kommunikation im Kontext der spezifischen Konfessionslosigkeit in der Mitte Deutschlands gestaltet werden kann und wie wir daraus voneinander und füreinander lernen können. Und nebenbei, dass viele frühere DDR-Bürger auf ihren Reisen nach Siebenbürgen und nach Rumänien gute Erfahrungen gemacht in dem Land, ermöglicht manchmal Begegnungen, da staunen sie nur. Da kommt also ein Landrat, der konfessionslos ist und der mit Kirche nichts zu tun hat und auch nichts zu tun haben will, und der sagt, ach Herr Schneider, ach, Sie kommen aus Rumänien, ich hatte da so eine schöne Fahrt, wissen Sie? Sag ich, wenn Sie da so eine gute Erfahrung, ich hätte auch, hier ist eine rumänisch-orthodoxe Gemeinde, die sucht einen Raum, könnten Sie vielleicht behilflich sein? Da zahlen die auch etwas, sage ich, wenig, aber ein bisschen was. Na gut, dann probieren wir es mal. Also das ergibt manchmal Brücken, wo ich nur dankbar bin. Liebe Schwestern und Brüder, die Gemeinden in unserer Kirche befinden sich wie unsere gesamte Gesellschaft in einem Prozess ständiger Veränderungen, nicht erst seit Corona. Und das Zusammenwirken von Ehren- und Hauptamtlichen, da brauche ich Ihnen nichts Neues sagen, ist entscheidend für die Perspektiven unserer Kirche und unseren Gemeinden. Ich bin sehr dankbar für die kritischen Rückmeldungen bei den jährlichen Treffen von Synodalen, Präsides, Superintendentinnen, Superintendenten und Amtsleiterinnen und Amtsleiter. Beim letzten haben wir die Perspektiven der Kirchenkreise im Blick genommen. Schwester Melzig hat einen sehr schönen Vortrag uns zu dem Prozess und den Entscheidungen dargestellt. Und dann kam die Frage, wie viele Ehrenamtliche haben denn da mitgewirkt? Tatsächlich waren es hauptsächlich Hauptamtliche in diesem Prozess. Diese Frage, liebe Schwestern und Brüder, ist zu stellen, denn wir sind Haupt- und Ehrenamtliche in gleicher Weise in Verantwortung. Wenn ich zum Beispiel die Sinus-Milieu-Studie in Blick nehme, so ist der Wandel deutlich zu beobachten, nämlich Rückzug von Ehrenamtlichen, also auch außerhalb der Kirchen, in Parteien, in Vereinen, und der harmonieorientierte größere Teil der Gesellschaft sieht seinen Lebensstil und seine Prinzipien in unserer Gesellschaft entwertet und zieht sich zurück. Die konstant bis steigenden Austritte aus unseren Gemeinden machen das deutlich. Bruder Große hatte das ja in seinem Bericht heute auch nochmal deutlich gemacht. Das könnte ich Ihnen an vielen Beispielen deutlich machen. Ich ärgere mich manchmal, aber ich kann den Leuten es ja nicht verwehren. Die treten aus der Kirche aus und dann kommen sie zu mir und sagen mir das, warum sie ausgetreten sind. Sage ich das, ich nehme das jetzt zur Kenntnis. Natürlich ist es Ihr gutes Recht. Mir wäre es natürlich lieb, Sie blieben in der Kirche. Nee, Herr Schneider, das und das ärgert mich. Deswegen bin ich jetzt endlich mal ausgetreten. Nur, dass Sie es wissen. Das ist auch leicht, weil man natürlich, der Propst, der ist irgendwie öffentlich erkennbar im Telefonbuch und dann ruft man da mal an und seinen ganzen Ärger kann man loswerden. Wenn man das wachsende, adaptiv-pragmatische Milieu anschaut, das sozusagen sich an konventionellen Mehrheiten orientiert, wächst die Frage, ob und welche Türen wir Menschen für das Evangelium heute öffnen können, bereiten können. Dass die nostalgisch bürgerlich Orientierten, früher hießen die das traditionsorientierte Arbeitnehmertum,
ziehen sich zurück. Das merken wir, merke ich immer wieder auch bei Fragen der Kandidatenaufstellung für die Gemeindekirchenräte. Die Erwartungen von Ehrenamtlichen an den Dienst von Kirchenmusikern, Kirchenmusiker, Gemeindepädagoginnen, Pfarrerinnen haben sich deutlich gewandelt. Das sage ich Ihnen nichts Neues. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir immer weniger, auch vor Corona, soziale Kontakte mit Hauptamtlichen haben in sehr großen Pfarr- und Dienstbereichen. Und das lässt sich auch auf die Regionalbischöfinnen und Pröbstinnen und Pröbste übertragen. Wie lange soll eine Person auf der Strecke verbringen? Wie viele Fahrstrecken und wie viel Fahrzeit ist ressourcenverträglich und ökologisch vertretbar? Diese Frage wird uns intensiv weiter beschäftigen. Und ich denke, ich bin da auch ein völliger Laie, dass aber die hybriden Formen sicherlich zunehmen werden und wir die Begegnungen, die strikt, klar, ergebnisorientiert und ohne viel Diskussion sehr gut online haben können. Kreativ ist dieser Raum für mich noch nicht, aber vielleicht bin ich da einfach ein Analphabet. Eine Rolle, liebe Schwestern und Brüder, spielen für mich die dritten Orte, weil dort Kommunikation viel eher möglich ist. Auf neutralen Plätzen, ich habe das in der Adventszeit im letzten Jahr gemerkt, was die Posaunenchöre für eine Wirkung auf Einkaufszentren hatten. Das ist christliche Botschaft mitten in einem Einkaufszentrum, dort, wo die Leute heute gerne sind, am Samstag und am Sonntag. Liebe Synodale, die bisherigen Erfahrungen im Vernetzen im Spengel Halle und Wittenberg sind gut. Dieser Dienst bedeutet Mobilität, hinfahren, hingehen zu den Menschen. Sprechtage in Wittenberg, in Naumburg und anderswo, nicht die Leute kommen nach Halle, das macht keinen großen Sinn, aus dem Schradenland nach Halle zu fahren. Da ist man 3,5 Stunden unterwegs mit dem Zug und dann redet man 1,5 Stunden mit dem Probst, dann wieder 3,5 Stunden nach Hause. Das ist auch einfacher, ich fahre nach Wittenberg und da kommen die Leute hin, das ist der alte Kurkreis. Ich denke, liebe Schwestern und Brüder, dass wenn wir in die Zukunft sehen, sicherlich die Kilometerzahl sich auch bei den selbstfahrenden Regionalbischöfen und Regionalbischöfen erhöhen wird. Ich bin sehr stolz und dankbar, dass ich von 45.000 auf gut 30.000 reduziert habe, auch weil die Strecke Halle-Erfurt sehr schnell erreichbar ist. Es werden sicherlich noch einige Tausend dazukommen, aber wir müssen das gut bedenken, denn das ist Zeit auf der Strecke und nicht mit Menschen unterwegs. Telefonieren mit der Freisprechanlage ist vernünftig, aber nicht immer. Also es kann auch einen Unfall verursachen. Das habe ich auch schon hinter mir. Liebe Schwestern und Brüder, ich sehe meinen Schwerpunkt, wie bisher darin, Menschen miteinander zu verbinden, ins Gespräch zu bringen, Begegnungen zu ermöglichen und miteinander zu hören, weil direkte persönliche Kontakte unerwartet heilsam sind. Das Gespräch ist unerwartet heilsam, das Zuhören, auch das Ratlose in die Zukunft schauen. Aber es hilft das gemeinsame Hören auf das Wort Gottes, auf die Heilige Schrift und auch zu versuchen, Wege zu finden, die abseits der bisher gegangenen sind. Im Dienst eines Propstes und Regionalbischofs ist entscheidend und wichtig, was brauchen Superintendentinnen und Superintendenten, um ihren Dienst gut zu tun. Und was tut ihnen dabei gut? Ich bin sehr dankbar für die gemeinsame Zeit mit den 7 Superintendentinnen und Superintendenten, jetzt sind es 8 und dann 9, die wir sozusagen in dieser Zeit hatten. Wir sind eine, wie ich denke, Bruder Berger, eine gute Gemeinschaft. Und dadurch, dass wir auch unsere Ephorenkonvente immer reflektieren, was wir tun, lernen wir viel aneinander. Und die Aufgabe von Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfen ist zu vernetzen. Bruder Lehmann hat von den Herzogtümern gestern geschrieben, wir sind so etwas die Mittler, die Boten zwischen den 37 Herzogtümern in der EKM, also zwischen den 7 oder 14. Das ist auch ein schöner Dienst, da erfährt man eigentlich ganz viel, auch wie unterschiedlich unsere Kirche ist. Was stelle ich mir vor, was ist sozusagen gut für die Zukunft? Das ist zum Beispiel mobile Seelsorge. Wenn ich davon spreche, dann erwähne ich das vor allem der Saale Unstrut, das nicht nur ein Konzept, sondern Praxis ist. Die Pfarrerin und der Pfarrer, die Gemeindepädagogen, die gehen hin, wenn der Bäckerwagen da ist, das Sparkassenauto, und das wird angenommen. Wir können uns einfach auf einen Stuhl auf den Markt setzen, ich höre Ihnen zu.
Sie sollen sehen, was für Wunder da sind. Sie werden über die Anfragen gar nicht mehr hinterherkommen. Einfach, ich höre Ihnen zu, mitten auf dem Marktplatz. Ich denke an die Jugendlichen, ich habe ja selber zwei, und die eine der schärfsten Kritiker, natürlich auch der Prediger sind, das ist so bei Pfarrerskindern, das ist auch gut so. Sie brauchen Räume, wo sie ungestört untereinander sein können und sich ausprobieren können. Sie brauchen aber auch unaufdringliche Begleitung und Impulse. Und es gibt hier, Gott sei Dank, gute Konzepte, religionslos sozialisierte Jugendlichen den Zugang zu anderen Erfahrungsräumen zu öffnen. Da sind die Segensfeiern, dazu brauche ich Ihnen nicht mehr sagen. Wir gehen als Christinnen und Christen in der EKM trotz mancher Umwege und Sackgassen gestärkt unsere Wege, wenn wir beieinander bleiben und auf Gottes Wort hören und wenn wir uns den Glauben schenken lassen, dass wir nicht am Ende sind. Leider gibt es apokalyptische Reiter, die immer wieder so dazwischen sind, sagen, wir sind am Ende. Das ist eine Versuchung, liebe Schwestern und Brüder. Nein, am Ende sind wir nicht. Wir sind vielleicht mit unseren Gedanken am Ende. Aber der Glaube, der wird uns schon geschenkt. Und dass wir am Ende sein, das glaube ich nicht. Dafür hat unser Herr sein Leben gelassen. Dann schließlich zum Schluss, worauf möchte ich achten? Drittens, Vertrauen auf Gott immer wieder neu wagen, in persönlichen Gesprächen, in den Gremien unserer Kirche und auch exemplarisch früh um 5.50 Uhr MDR Sachsen-Anhalt. Ich kannte diesen Sender auch nicht und habe erfahren, wie viele Menschen diese Impulse hören. Unter anderem der Kfz-Meister, ganz stolz, als ich das Auto die Winterreifen sagte, Herr Schneider, ich habe Sie gehört. Wo? Im Radio. Und zwar jeden Morgen. Woran haben Sie mich gehört? An der Stimme. Könnten Sie mir das mal zuschicken, was Sie da gesagt haben? Sie haben zu schnell gesprochen. Sag ich, ja, ja, ich bereue, ich habe zu schnell gesprochen, stimmt. Zweitens, gemeinsam auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit hoffen, angesichts der Fragen der Ressourcen, an Zeit, an Kraft und etwas, was ich sehr schätze, die Harmonie zweiter Ordnung. Die Harmonie erster Ordnung ist, man redet nicht viel darüber und jemand bestimmt und die anderen sagen dann irgendwie ja. Die Harmonie zweiter Ordnung ist, wir debattieren und wir streiten und dann kommen wir wieder zusammen und dann verständigen wir uns. Ich wünsche uns mehr solche Debatten. Gott sei es geklagt, dass unter Corona das natürlich immer wieder auch schwerer wird. Und last but not least, Mut zum Bekenntnis, unseren Glauben, die Erfahrungen mit Gott weiterzugeben, unseren Mitmenschen, Sie und wir alle. Da gibt es keine Neben- und Ehrenamtlichen, da sind wir alle Hauptamtliche. Ich bin bereit, liebe Schwestern und Brüder, mit meinen Gaben und beruflichen Kompetenzen die Ehren- und Hauptamtlichen geschwisterlich zu beraten und seelsorglich zu begleiten. Ich bin gespannt auf das neue Team in Sprengel Magdeburg und möchte gerne aktiv mitwirken. Danke auch an Bruder Jauch, wir sind ja so ein kleines Erprobungsteam schon und zeigen, wie es gehen kann. Gerne will ich vor Ort das Gespräch und die offene Kommunikation zwischen den Kirchenkreisen und der Landeskirche weiter begleiten. Und am Herzen liegt mir, last but not least, die bestehenden Brücken zu unseren ökumenischen Partnerkirchen zu erhalten und zu pflegen und die christliche Glaubensgemeinschaft über Grenzen hinweg zu stärken und vor allem die Verbindung zu den Migrations- und Flüchtlingsgemeinden in Mitteldeutschland weiter zu pflegen. Die ökumenische Vernetzung und der Austausch war gerade in der Pandemie ein besonders wertvolles Geschenk. In Zuversicht darauf, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können, will ich mich gerne den Aufgaben stellen, zu denen dieser Weg uns führt. Ich vertraue Ihnen und bitte um Ihr Vertrauen. Herzlichen Dank.